So, dann kommen wir zum nächsten Run. Wir wollen diesmal den fünften Teil spielen, und zwar Makellos die Seelenschmiede. 4 haben wir insgesamt schon. Mortiger fehlt mir dann leider auch noch. Das muss ich dann nächste Woche machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Gebufft habe ich mich schon. Oh, warte mal, ich kann ja auch nochmal eine neue Rune benutzen. Wir nehmen hier Full Support mit. Und ja, wir gucken mal, was wir für Qualen und für Buffs haben, beziehungsweise was wir am Anfang kriegen. Beim letzten Run hatte ich ja relativ Luck und habe am Anfang gleich mehrere epische Trades bekommen, die sehr gut waren. Hier nehmen wir das Mondfeuer-Ding mit, was auch nicht so verkehrt ist. Und was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich eventuell HT benutze, ne? Ich habe mir extra ein paar Dinger gecraftet, wie ihr seht. Aber irgendwie habe ich die das letzte Mal gar nicht benutzt. Und da wollen wir ein bisschen gucken, dass wir das mehr machen. So, diese Dinger, warte mal. Den nehmen wir auch noch mit. Dann gibt es nämlich auch noch den Bonus, dass wir die ganzen Seelen befreit haben. So, können wir da gleich einen größeren Pull machen? Ja, können wir. Ach, das. Oh, da ist ein Rare auch noch dabei. Komm, wir gehen full tryhard. Wo ist mein HT? Okay, ich werde in allem reingegrabt. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ich weiß nicht, ob das clever war jetzt hier, aber wir gucken einfach mal. Hütet euch. Die werden nämlich übelst hochgebufft, so. Hütet euch. Achso, warte mal, ich musste ja alle Mond feuern, ne? Das war jetzt eigentlich dumm. Er grabt mich halt hier in den Shit rein. Den Arschschwamm gerade gefressen. Lauf, kleines Mädchen. Können wir jetzt mal wegknocken. Jetzt gehen wir mal in die Eulengestalt und convoken. Oh boy, er kickt. Ich wollte jetzt aber convoken nicht abbrechen, ne? Weil ich dachte mir, ungünstig. Ich könnte natürlich jetzt. Ich kill den jetzt bewusst noch nicht sofort. Wir nehmen das mal noch mit. Ja, das nehmen wir mit. Ich habe nämlich hier einen kleinen Plan. Das können wir mitnehmen. Ich will meinen Bonus benutzen für den Typen und dann direkt in den Boss das reinhauen. Das ist mein Plan. Okay, jetzt hau ich mit dem Bonus den Typen um und dann werden wir, keine Ahnung, was wir da nehmen. Jetzt müssen wir schnell sein. So, jetzt muss ich kurz in die Eulengestalt das draufhauen. Ah nein, ich habe Convoke noch nicht ready. Ich bin ein Vollidiot, ne? Okay, mein ganzer Plan war für den Sack. Das war jetzt einfach nur dumm. Stimmt, ich habe ja Convoke. Okay, das war nicht clever. Das war definitiv nicht clever. Also mein Plan war, den Bonus halt für den einen mitzunehmen, dass der reinrechnet und dann mit dem Damage-Bonus den Boss wegzukonvoken und ihn auch noch mitzunehmen, ne? Aber man hätte vielleicht vorher schauen sollen, dass man den Bonus gar nicht hat, aber okay. Gut, so viel dazu. Also den Bonus hatte ich schon, aber den Convoke hatte ich halt nicht ready. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier gekriegt. Hütet euch. Ja, ich krieg alle paar Sekunden Naturschaden. Ich habe kein Ziel. Weiß ich nicht. Ja, komm. Also, wahrscheinlich soll ich es nicht machen, aber wir nehmen das jetzt mal mit. Dieser Schwarm, der macht mir ja die ganze Zeit Schaden, wenn der um mich rum ist. Ich weiß nicht, ob das eine clevere Idee ist. wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Also die 2k Damage, die ich dann mache, ob es das wert ist, wir werden sehen. Wahrscheinlich werde ich dann nachher dran rippen. Ne, okay, hier war nichts mehr. Das ist eine ziemlich kurze Zone. Also, wenn wir. Warte mal, kann ich das da oben zerstören? Da liegen einfach Dinger oben rum. Sollen wir da hochkommen?
Das sind nämlich immer die Dinger, wo du dich fragst, ich habe doch alles kaputt gemacht, warum habe ich keine 100% hin oder her? Und dann merkst du, sehe ich das gerade das erste Mal, dass da oben halt einfach so Vasen drauf sind, ne? Ups, jetzt haben wir uns da mal treffen lassen. Ich glaube, ich habe alle... I don't know. Strange. Ohne Ende. Ja, 100% haben wir. 4 Minuten ist okay. 14% Ermächtigung ist halt... Also, meh, drückt das, glaube ich, am besten aus. Sehr underwhelming ist das. Holy moly, kannst du nicht mal am Anfang hier kurz stehen bleiben? Ach, wisst ihr, was ich gar nicht gecheckt habe? Die verschiedenen Boni-Sachen. Wisst ihr was? Wir ziehen hier einfach Convoke. Nicht, weil wir es für die brauchen. Ach, wir haben den 4-Debuff. Ah, das war jetzt... Naja. Ach ja, ich wollte ja, was man eigentlich immer machen sollte, die Qualen checken. Was man für negative Effekte hat. Ich hab den Effekt, den ich am ätzendsten finde. Und zwar ist es der einzige, der mich eigentlich wirklich killen kann. Und zwar habe ich den Effekt, wenn ich auf 40% drop, dann kriege ich erstmal ein 4 in die Fresse. Und das hat mich in anderen Teilen schon sehr oft das Leben gekostet, tatsächlich. Einfach nur deswegen, weil du machst irgendwo einen Big Pull, ne, droppst ein bisschen runter, willst dann CDs ziehen, dann kriegst du den 4, kannst nichts ziehen, bist einfach tot, weil die Mobs dich halt dann töten. Ne, weil du ziehst ja meistens deine CDs nicht oder deine Heilung und so nicht bei 100% live, sondern erst halt, wenn du halt wirklich runterdroppst, dann ziehst du dein Zeug, aber dann kannst du es halt nicht ziehen, weil du im 4 bist, ne? Und das ist halt, das ist der ätzendste Trade, muss ich sagen, also der ätzendste Debuff, den du kriegen kannst, meiner Meinung nach, tatsächlich. Man muss ein bisschen gucken, wenn man das gut spielt, kann man das so ein bisschen, oh boy, ich hasse das. Die haben es, glaube ich, trotzdem gefressen, ne? Naja. Kann ich jetzt hier einen Big Pull vielleicht machen? Kriegen wir da ein paar Mobs zusammen? Nee, warte mal. Die hier, die kriege ich nicht dahinter gezogen. Die resetten mir. Ich habe ja hier noch ein bisschen Spiel. Wir töten die jetzt hier. Der castet gerade so ein bisschen Kacke hier. Wir töten die hier. Und dann pullen wir drüben zusammen. Ich habe extra Inka aufgehoben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht sogar gewastet war, das Inka so lange aufzuheben. Ich hätte es wahrscheinlich schon nochmal ziehen können. Aber ich will gern Inka mit dem zusammenziehen und dann so richtig viele Mobs wegmachen. Ne? Das ist immer so ein bisschen mein Plan. Nehmen wir den Kollegen noch mit. Ja, dann schauen wir mal, wo Pentia ist. Ah, die Kleinen kriege ich auch nicht mitgezogen. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen overcappen, aber es ist nicht so wild. Bevor die wir dann die gar nicht umhauen. Jetzt muss ich mal gucken, wann der Strahl hier kommt. Okay, jetzt können wir durch. Weil der killt mich wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja diesen Kack, dass man von keiner Falle getroffen wird. Ich weiß jetzt nicht vorhin, ob ich das abgekriegt habe. Ich meine schon, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh Mann, hier sind halt auch bloß wieder 5 Gegner, ne? Kann ich jetzt mal ein bisschen mehr vielleicht irgendwo finden, dass sich das lohnt? Ach, die haben diesen Heiler-Shit ja auch. Hütet euch. Wäre ich fast runtergeflogen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ach, der heilt jetzt hier alle wieder. Bei mir haben sie jetzt auch einen Haufen Tempo. Ja, das war jetzt kacke. Oh, krieg ich jetzt den Arschschwarm ab? Hat er mich beinahe in den Kack reingekickt. Wenigstens die muss ich noch töten. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Da musst du immer echt aufpassen. Hier sind ja diese Caster, ne? Und die heilen... Oder wenn die ihren Cast durchziehen, dann heilen die prozentual die Mobs hoch. Ich glaube immer so 10 oder 20% pro Sekunde, wenn du krasse Elite-Mobs hast. Die sind halt instant wieder auf Full-Life und dann ist halt richtig RIP. Also, eigentlich darfst du die nicht in den Big Pull reinziehen und dann musst du halt irgendwie interrupten. Bloß wenn du mehrere hast, wird es halt schwierig. Vor allem, wenn du dann auch noch solche Gegner wie ihn hier hast, den du auch interrupten solltest. Geht's manchmal mit Desorientieren, ne? Dass ich dann und mit Knockback, aber irgendwann hast du halt diese Fähigkeiten nicht mehr ready.
dann wird's schwierig. Ja, ein paar haben wir jetzt hier reingekriegt, aber das stellt mich jetzt ehrlich gesagt nicht zufrieden. Den hätte ich gern auch noch mit weggenatzt. Wir müssen jetzt aber gleich nochmal ein Stücken zurücklaufen. Denn, da war, glaube ich, auch noch was, was wir liegen gelassen haben, ne? Der fordert mich heraus. Nee, komm, also... Es wäre zwar nicht schlecht, ne? Wenn ich Low Drop, kriege ich weniger Schaden. Das wäre ja eigentlich perfekt, um den anderen auszuhebeln. Ihn hier. Ich habe es mir kurz überlegt, ne? Weil wenn ich... Das ist auch, war, glaube ich, jetzt auch gerade bei 40%, ne? Oh boy, jetzt haben wir uns voll reinlassen lassen. Also von der Falle... Ich habe mir gedacht, irgendwo war doch hier noch eine Falle. Ach, da hinten muss ich die Dinger noch wegmachen. Naja gut, also den Fallenbonus kriegen wir schon mal nicht mehr, dass wir uns nicht erwischen lassen haben. Das haben wir jetzt endgültig komplett verkackt. Jetzt können wir hier einfach auch durchlaufen. Das haben wir eh schon verschissen hier. Warten wir nochmal kurz, bis es nochmal brefft. Okay. Sterben will ich jetzt auch nicht unbedingt an der Falle. Ja, das ist natürlich dumm, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Das war jetzt nicht so... Gut, okay, da muss ich vielleicht doch raus. Was ist der Einschlag? Wie viel Schaden der macht? Na komm, mach deinen Breath. So, den nehmen wir noch mit. Okay, jetzt müssten wir alle haben, ne, oder? Ich denke ja. Oh fuck, jetzt bin ich mit der Seelengestalt fast wieder in den gleichen reingehatscht. Wait, wir haben da hinten die Dinger nicht mitgenommen. Das ist immer so ein Rotz, ne? Da noch welche? Ne, ich glaube, wir haben alle. Also da ist nichts mehr. Haben wir da hinten? Ja, da hinten haben wir geguckt, ne? Ach, warte mal, da ging's. Waren da nicht zwei Abgabelungen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich muss das anlegen. Ich hätte ihn erst mit dem Bär noch dotten sollen. Das war jetzt dumm, was ich da. Ah. Okay, ja gut, oder auch so. Ich habe anscheinend diesen positiven Effekt, dass Gegner, wenn sie low sind, auch explodieren können. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ich hab mir die jetzt immer noch nicht durchgeguckt, ne? Danke für eure Hilfe. Ich habe leider diesmal nicht so krasse Sachen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ich meine nicht, aber jetzt werden wir es gleich sehen. Komm, scheiß drauf. 98, naja, gut. Ist okay. Wollen wir jetzt nochmal 5 Minuten rumlaufen und alles absuchen? Ich glaube, da ist der Zeitbonus dann der bessere. Da war schon wieder die Falle, ne? Schon wieder schön verkackt hier. Kann ich euch mit meinen Waren, warte mal, wir machen erstmal die Seelen. Jetzt kann ich hier gar nichts anklicken. Ich muss näher ran. Das ist gut. Sehr gut. Gut, was haben wir hier? Also das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Und tja, jetzt können wir uns schon nichts mehr leisten. Wir haben diesmal verdammt wenig Stuff bekommen. Den werfen wir mal ab, nehmen die 400 Phantasma mit. Ja gut, das ist jetzt irgendwie... war jetzt irgendwie nix... Hier hast du gar keinen Zeitbonus, ne? Hast du da so lange Zeit, wie du lustig bist? Einfach so. Jetzt muss ich mal gucken. Ein bisschen was nehme ich noch mit und dann mache ich einen großen Pull, hätte ich gesagt. Ich habe alles ready, oder? Ja. Hier viele Mobs. Ja, geht so, ne? Machen wir die noch so weg und dann machen wir vielleicht hoffentlich oben einen großen Pull. Ja, jetzt casten sie ihren scheiß Heilung, ihre Kackheilung da. Ne, den können wir auch noch interrupten. Wenn das so viele von diesen Heiltypen werden, ne, dann wird es irgendwann ziemlich ätzend. Okay, wir sind da ausgemaxt. Wir müssen jetzt irgendwo einen Big Pull durchdrücken. Ja, weiter kann ich nicht pullen, oder? Dann resetten die mir bloß. Hütet euch. Ja, die casten ihren Scheißdreck.
hütet euch. Ja, die haben drei Mobs haben hier Heilung ab. Das muss ich einfach durchprügeln. Muss wieder die alle Mond feuern, dass ich den Schadensbonus krieg. Weißt du, ich hätte gerne noch wesentlich mehr Mobs gepult. Aber die Kacke ist, die resetten dir dann halt immer. Dann hast du auch nichts gewonnen. Das ist halt der Kack an der Geschichte. Na komm, ich blink mich durch. Absorbiert. Super, im Blink habe ich es trotzdem gefressen. Ist das dumm. Jetzt muss ich leider nochmal zurücklaufen und schauen, ob da noch irgendwas war. Aber hier sieht's gut aus. Da haben wir alles. Na komm. Es waren jetzt schon ein paar Mobs. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt reicht, ne? Mal gucken. Okay, also hier geht's weiter. Dann muss ich bei dem anderen Ding mal schauen. Boah, hier kommt ein großer Einschlag. Jetzt macht er seinen Schutz an. Kriegt halt weniger Schaden, ne? Naja, egal. King trotzdem down. Oh, ein bisschen mehr Hound-Damage kann man immer mitnehmen. So, da es da hinten weitergeht, wird hier wahrscheinlich eine kleine Sackgasse kommen. Ah, okay. Ja, gut. Ja, gut, okay. So viel dazu. Nix drin. Boah, soll ich den da durchziehen? Nee, komm, wir machen den vorher weg. Ich hab ja den... Oder hab ich den Trade? Ja, mit den drei Dots, ne? Also es wäre eigentlich sinnig, immer bei Elite-Mobs am Anfang kurz in die Eule zu gehen. Hier das Sonnenfeuer noch drauf zu hauen, dann mach ich halt 50% mehr Damage. Ah, schau mal. Hütet euch. Weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich denk mir. Komm, das packen wir. Das war keine gute Idee. Ach, dieser dumme Vier. Ich hätte es nicht machen sollen, ne? Wahrscheinlich hat das mit dem Run jetzt verkackt. Ich wollte Inka ziehen und sie weghauen, ne? Aber dann kam der Vier wieder vor. Das habe ich gemeint. Das sind die rotzigsten Trades überhaupt. Das wäre gar kein Stress gewesen, wenn ich eine Sekunde noch länger Zeit hatte und einfach Inka hätte ziehen können. Da wäre ich komplett safe gewesen. Aber nein, dann kommt der Vier und du bist halt am Sack. Machst halt gar nichts. Sau dumm ist das. Ich hasse diesen Trade, sowas von. Mann, das jetzt nochmal, das kriegen wir hin. Kann ich so nämlich alle wegleaven. Hütet euch. Hütet euch. Ah, der hat seine Heilung angemacht. Hütet euch. Wenn ich Glück hab, aber wahrscheinlich werde ich kein Glück haben, zählt der Tod nicht, ne? Manchmal, ich habe so einen Trade, dass die Tode manchmal nicht zählen. Wir müssen mal gucken, vielleicht haben wir Luck. Oh fuck, jetzt habe ich die Heilung nicht gekickt. So, warte mal, jetzt machen wir hier das Ding Feuer drauf. Mal schauen. Werden wir gleich beim Endboss sehen. Ich hoffe, dass es gereicht hat, ne? Sonst muss ich das halt nachher nochmal laufen. Naja, gut. Ich muss E-Turm-Wissen farmen, also ganz schlimm wäre es nicht, aber natürlich wäre es mir lieber, wenn ich dann für heute fertig wäre. Jetzt kommt die Abklingzeit von Convoke runter, ne? Wenn ich kurz vom Endboss bin.
Ich glaube, hier haben wir alles. Ah, nee, schau mal, die Seele. Die Seele können wir noch mitnehmen. Der Einschlag killt mich denn, ey. Ja, hier haben wir noch eine Vase. Gut, wir werden sehen. Alter, 46% Ermächtigungsbonus. Das ist natürlich saftig, ne? Also ich habe schon öfter hohe Dinger gehabt, aber 46%... Ich glaube, ich war schon mal über 50, ne? Aber da habe ich wirklich so einen Mega-Giga-Pull gemacht. Da haben wir eigentlich fast eine Ebene komplett weggeäht. Schauen wir mal, ich muss 500 Ding noch behalten. Für euch habe ich nur das Beste. Teil kann ich jetzt hier leider auch nicht kaufen. Na, lass uns mal bei dem bewenden. Der Foxhound, ich grüße dich. Was, du siehst mich nur in Torgas? Das glaube ich nicht. Mal eigentlich nur Samstag immer Torgas. Sonst bin ich jetzt viel am Raiden auch tatsächlich. Also gut, das ist, könnte natürlich sagen, dass der Raid auch Torgas ist, ne? Wie mache ich das jetzt am besten? Nehmen wir es mal so. Jetzt gehen wir ran und tun dem Bären den Debuffen. Und dann convoken wir durch. Ich hau drei Stacks drauf. So, jetzt gehen wir in die Eulengestalt. Hauen nochmal Sonnenfeuer. Dings einmal rein. Und jetzt müsste er relativ viel Schaden kriegen, weil er hier den... Naja, gut, das ist jetzt irgendwie... Ach, ich wollte wieder HT ziehen, ne? Hier habe wieder kein einziges Mal HT gezogen. Einfach nur dumm. Ich glaube, ich muss es andersrum machen. Ich gehe ran mit Inka. Und dann ziehe ich Convoke rein. Hat's gereicht? Das hat aber knapp gereicht, ne? Der Tod hat zum Glück nicht gezählt. Seht ihr? Aber das war jetzt nicht so ein schöner Run, wie der, den ich vorhin gelaufen bin. 98% hier ist okay. 27% Ermächtigung. 34 Zeit war sehr gut. Ich habe nur 19 Minuten gebraucht. Brandschatzer 5 verstärkt. Haben wir auch 10 Räuber. Retter sind wir. Draufgänger. Die Elite habe ich auch schnell gekillt. Plünderer haben wir auch. Und Horter haben wir auch. Ja, gut, dass ich das Zeug nicht ausgegeben habe. Sonst wäre es ganz knapp gewesen. Okidoki. Ne, wir kaufen jetzt mal hier nichts, weil wir gamblen ja noch drauf, dass wir beim Endboss einen Teil kaufen können. Jetzt können wir noch das Adamantit-Gewölbe durcheiern. Jetzt haben wir hier übrigens 5 von 6. Und sobald ich alle habe, gibt es nämlich noch ein schickes Mount. Und ja, das Meta-Achievement halt, ne, wo es das Mount dann daraus gibt. Und ich müsste jetzt eigentlich genug... Seelenglut, wie viel haben wir? 800. Naja, gut. Ich brauche, glaube ich, 1600, ne? Dann kann ich mir nochmal einen Rang 6 Legendary bauen. Ich bin nämlich am Überlegen, für Sylvanas, für den Mythic Progress, wenn wir da mal sind, ob ich dann ein defensives Legendary, also das Defensive auf Rang 6 bastel. Das habe ich im Moment noch gar nicht, sage ich euch. Und da bin ich so ein bisschen am Gucken. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich knapp, da werde ich es noch nicht hinkriegen. Wahrscheinlich brauche ich da noch 2 Wochen, dass ich das bauen kann. Mal schauen, wie schnell wir da hinkommen. Komm mit, kleiner Mittler. Also was wir jetzt machen, so wie im anderen Run, dass wir jetzt einmal hier nochmal alles mitnehmen, dass ich auf das Phantasma komme. Können wir den auch noch ranpullen? Ich bin jetzt in dem ganzen AE-Zeug geslowt, aber es ist nicht so wild. Weil wir haben eh Inka am Laufen. Achso, da wirst du betäubt durch den Scheiß. Und gefiert. Oh boy, jetzt bin ich aber richtig weggezählt. Glück hat man noch ein bisschen Inka-Bonus drauf. Wenn es jetzt noch Bonus gegeben hätte, ne? Hätte ich richtig was bekommen. Die ganzen Vasen weggemacht, 3 Elite. Aber hier bringt es natürlich nichts mehr. Außer man hat das geskillt, dass wenn man den Ermächtigungsbonus laufen hat, dass man mehr Phantasma lootet. Da gibt's sowas. Das wäre vielleicht auch noch relativ stark, ne? Ich weiß nicht, ob ich... Ach, der Dot hat mich gekillt, ne? Wie das letzte Mal. Ich habe nicht aufgepasst. Die haben so einen Dot drauf, die... Was ist denn das hier eigentlich? Das zieht dich so ran, ne?
Ich glaube, da kann man nichts mitmachen. Ich würde jetzt mal aus Testgründen da reinlaufen, aber ich glaube, das bringt nichts. So, wir müssen jetzt halt hier gucken, dass wir... Ich laufe jetzt einfach durch, das wird mich schon nicht killen, oder? Ausgewichen, perfekt. Müssen halt jetzt gucken, dass wir hier noch die 1000 Phantasma zusammenkriegen, ne? Wir sterben ist jetzt hier irrelevant tatsächlich. Hauptsache so viel Phantasma wie möglich noch mitnehmen. Der Nasra-7-Typ macht richtig Damage. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Kicken. Nein, das ist dieser Kack-Dot, ne? Okay, vielleicht soll ich doch ein bisschen aufpassen. Wir wollen ja jetzt noch zügig zum Endboss, ne? Also, wenn ich jetzt RIP, wie gesagt, ist komplett egal, aber dann sind wir nicht unbedingt schneller, ne? Oh fuck, jetzt bin ich fast ins Loch reingesprungen. Was ist denn da unten eigentlich? Ah, okay, da ist irgend so eine drehende Waffe, die wir wahrscheinlich eher nicht berühren wollen. Hier, das ist der Dot hier, oder? Okay. Das zockt mich extrem runter. Ja, die hauen schon echt gut raus. Ein Terrorfist grüße ich natürlich auch an der Stelle. So, wir gehen jetzt da noch nicht hoch, sondern... wir machen das jetzt mal anders. Wir dotten den jetzt erst einmal. Dann gehen wir in die Eulengestalt. Hauen ein Sonnenfeuer drauf, ein Mondfeuer und jetzt wird er hoffentlich wegconvoked. Da wurde er weggeratzt. Mit Lifesteal. Ja, komm, nehmen wir mal das mit. Das gibt mir noch ein bisschen Gesundheit. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Also, wie viel haben wir? Wir haben 797. Also, warte mal. Ich wollte ja hier wieder gucken, dass ich sie dotte. Das wird mich jetzt schon nicht killen, oder? Jetzt gehen wir mal schnell so. Und hier mal kurz. Naja, gut, da kam der Einschlag, habt ihr gesehen. Mit den ganzen Damage-Verstärkungen haut das natürlich dann schon rein. So, 800 haben wir. 200 brauchen wir jetzt noch. Mal gucken, ob wir das noch zusammenkriegen, aber ich denk schon. Dudes drin. Ich muss jetzt immer mit Mondfeuer alle dotten. Dass ich einmal, die 50% mehr Damage bekommen, ne? Und diese Einschläge, habt ihr gesehen, die hauen nämlich auch recht gut Schaden raus. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ja, wir haben hier schon wieder den Balken voll. Ist das der Debuff? Aber das kann doch nicht so viel Schaden machen. Da ist nichts mehr drin. Ich weiß nicht, ob wir das noch zusammenkriegen. Ja, ein paar Mobs haben wir noch. Vielleicht kriegen wir eine Kugel aus... hier. Doch, das ist der Debuff. Da steht 200 Schaden dran. Er zockt mich aber so runter, dass alles zu spät ist. Wir können da einen Bären eigentlich reinkonvoken. Oh, holy shit, was machen die denn? Ah, okay, ich bin tot. Jetzt haben sie meine Convoke unterbrochen. Eigentlich war mein Plan, rein zu Convoken und mich wieder hochzuziehen. Aber ich bin genau, als die Convoke losging, blöderweise auf 40% gedroppt. Dann ist die Convoke abgebrochen und das war's dann. Bitte. Wie gesagt, deswegen, ich hasse diesen Trade, ne? Ich hasse diesen Trade. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass wir hier halbwegs sinnig durchkommen. Es ist natürlich, sind mir blöderweise die Mobs resettet. Die machen irgendwas mit so einem Dot, der richtig Damage rausratzt. Nur so ein bisschen. Ja, da ist auch noch eine Elite drin. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so clever, hier wieder alle zu pullen ohne Cooldowns. Was ist denn das? Wie ich runterdrop? Kann ich nochmal convoken?
Das zieht mich halt auch ganz gut hoch, ne? Das kannst du auch, auch defensiv benutzen. Ah, ich hätte die ganze Zeit hier die Dings ziehen können. Jetzt bin ich da in dem Ding betäubt. Schauen, was macht das an Schaden? Ja, nicht so viel. Warte mal, ist das der Endboss hier? Nehmen wir das Paket mal mit. Ausgezeichnet. Alles noch in einem Stück. Ein Teil haben wir dann noch. 80 Punkte brauche ich noch, aber ich denke mal, das müsste ausgehen. Schauen wir mal, was da noch so drin ist. Eigentlich kann ich hier Inka... Achso, der ist gestorben. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nur Inka ziehen. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich glaube, wir hätten es vielleicht sogar überlebt, wenn ich gleich das Ding noch gezogen hätte, ne? Hey, ich grüße dich. Springen. Naja, gut, das wollen wir nicht unbedingt. Selten. Mittlergeldbeutel. Okay. Ah, das hat gebuggt. Okay, jetzt haben wir aber genug Phantasma. Das passt auf jeden Fall. Jetzt haben wir über 1000. Dings haben wir ja in dem vorherigen Run schon bekommen. Hier, den Splitter. Heißt, da dürften wir jetzt keinen mehr kriegen. Aber vielleicht gibt der ja ein Transmog-Teil hier. Nice. Genau. Warte mal, wie viel hat denn der insgesamt? Das ist das Letzte, was ich von ihm brauche. Perfekt. Deswegen habe ich die 1000 zusammengespart, dass ich das noch kriegen kann. Was können wir uns jetzt hier noch mitnehmen? Das können wir noch mitnehmen. Perfekt. Zumindest haben wir das Transmog-Teil gekriegt, das freut mich schon mal. Diesmal habe ich nicht den Trade, dass ich die töten kann, ne? Da war ich vorhin richtig überrascht, wo ich dann den Typen umnatzen konnte. Zum Glück einmal geshadow meldet und hat es wieder gepasst gehabt. Weil ich habe noch mein Zeug nicht gekauft gehabt und, ja. Ah, jetzt muss ich mal schauen. Ich denke, ich werde ein bisschen länger brauchen, den umzuhauen, denn ich habe jetzt Single-Target-technisch nicht ganz so geile Trades. Oh, das ist am besten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir machen das jetzt mal. Mal so. Dann gehen wir ran und machen mit Inka hier 3 Stacks drauf. Dann kicken wir ihn weg. Und dann unwalken wir. Dann gehen wir mit Inka wieder drauf. Ah nein, ich hätte nochmal den... Warte mal, kriegt der keinen Schaden? Ach, der kriegt 99% weniger Schaden dabei. Der wäre wahrscheinlich sogar gestorben. Warte mal, wann bricht er das ab? Macht das jetzt einfach... Achso, wenn die ganzen kleinen Ads down sind, okay. Ach Mann, warum muss der so einen Kack machen, echt? Der hier. Den hätte ich wahrscheinlich übelst wegratzen können. Okay. Ja, das war knapp zum Kicken. So, der geht auch down. Was kriegen wir? Ah, nice, diese Saurier-Dingsgestalt. Die kann ich auch noch brauchen. Ja, er hat jetzt... Ah, habe ich das Ding gar nicht gedrückt? Ah, not sure. Okay, dann sind wir mit dem Run auch wieder fertig. Und ja, damit haben wir nur noch ein einziges Teil um Mortigat. Das werde ich dann machen, sobald quasi die richtige... ja, der richtige Teil offen ist. Und ja, für die Aufnahme soll es das dann gewesen sein. An der Stelle hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Run wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.